Hallo liebe Leute, und es geht weiter mit Mystic Ninja 2 Starring Goemon. Und wie versprochen, habe ich jetzt genau hier reingeschnitten, wo ich ja im letzten Video noch gestorben bin. Ja, verdammte Laterne. Die geflügelte Laterne will mich hier gerade platt machen wieder. Ich glaube, jetzt sollte ich ein bisschen aufpassen auf meine Schritte. Ich meine, hier kommt schon wieder eine Plattform. Ja, wenn ich jetzt noch einmal getroffen werde, dann bin ich schon wieder tot. Das geht viel zu schnell, finde ich. Vor allem, weil ich noch nicht mal... Ich bin am Ziel, okay. Weil ich noch nicht mal mehr Reisbällchen habe, die muss ich mir wieder neu kaufen. Die Mühe habe ich mir noch nicht wieder gemacht. Aber okay, wir haben das Level beendet. Das heißt, soweit... So viel hat mich nicht mehr gefehlt bis zum Levelende, oh Gott. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, zwei Wege auszuwählen. Achso, ich muss einmal im Kreis laufen. Ich könnte theoretisch auch schon zu diesem Tor gehen, aber... Dazu fehlen mir bestimmt noch einige Passierscheine. Schauen wir uns mal an, wie viele wir brauchen. Wie viele Passierscheine brauche ich denn hier? Sag mir schon, wie viel brauche ich? 4 Stück. Oh, scheiße, das sind viel zu viele, ja. Oh Gott. 10 Passierscheine, ihr wollt mich doch verarschen. Da habe ich ja echt noch einiges vor mir, obwohl, wie viele Level sind das denn überhaupt? Also, 1 sehe ich da drüben. 2 wäre dann am Kopf oder so. Ne, da ist ein Dorf. Achso, da kann ich wahrscheinlich wieder Minispiele erledigen. Okay, aber wir machen erstmal den Froschberg. Da das momentan das einzige Level ist, was wir betreten können. Es ist immer noch Nacht und ich... Ah! Scheiße, ich habe nur noch einen Lebenspunkt. Oder einen Lebensbalken. Sieht mir nach Punkten aus. Also sage ich Lebenspunkte einfach mal. Oh Gott. Gib mir die Katze. Ich muss irgendwie Futter kriegen. Das wäre jetzt momentan ein bisschen brauchbarer. Vor allem, wenn diese Kamikaze-Laternen hier angeflogen kommen. Okay, wunderbar. Jetzt kann ich ruhig wieder ein bisschen aggressiver drauf losrennen. Natürlich sollte ich trotzdem noch ein bisschen aufpassen, weil... Ja, 2 Treffer können mich trotzdem noch töten. Und auch Abgründe können mich sofort töten, wenn ich ungeschickt bin. So ungeschickt, wie ich mich in diesem Spiel ja schon bewiesen habe. Will ich nicht, dass mir das... Ach, diese Bambusstäbe. Will ich nicht, dass mir das nochmal geschieht. Die sind auch sehr toll. Die sind vor allem gigantisch. Boah. Wer kommt auf die Idee, solche gigantischen Bambusstäbe hier einzubauen? So, wo muss ich jetzt lang? Ah, okay, hier ist der Weg. So, kriege ich den? Ja, wunderbar. Dieses Rohr ist auf jeden Fall lang genug dafür. Ach du Scheiße. Ich sehe gerade... Jetzt ist aber, was ist das, wie da was rotiert? Na toll. Das kam ein bisschen spät, egal. Das war auch ein bisschen zu dunkel, das Ding. Ich meine, schwarz in dunklen Level ist schon ein bisschen mies. Wenn ich ehrlich sein soll. So. Okay, die Katze hätte ich auf jeden Fall. Und ich habe hier ein längeres Rohr. Ach Mensch, wenn diese verdammte Laterne nicht immer so kamikaze-mäßig angeflogen käme, dann hätte ich sie noch gehabt. Ach, so schnell geht das, dass man es wieder verliert. Okay, jetzt wird es wahrscheinlich ein riesiges Problem. Dieses grüne Etwas-Vieh. Dieses grüne Grinsevieh, ja. Mit meinem kurzen Rohr irgendwie zu erwischen. Obwohl, ich habe doch das Kettenrohr. Das sollte ich auch mal zu meinem Vorteil nutzen. Jetzt, wo ich das habe. Wenn ich mal überlege, ich habe das vorher, glaube ich, noch nie gehabt, dieses Kettenrohr. Das heißt, ich habe das Spiel mal ziemlich weit gespielt ohne dieses Kettenrohr. Weil ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass ich das Kettenrohr jemals gehabt habe, eingesammelt habe. Weil ich das irgendwie nicht wusste. Ich meine, ich habe die Spezialsache für Ebisumaru gekriegt, für Yai. Und ich glaube, für Sasuke habe ich es auch gekriegt. Aber für Goemon habe ich ja das halt nicht gehabt, meine ich mich so entsinnen zu können. So, jetzt muss ich hier heil rüberkommen, aber erstmal... So, jetzt soll ich es wagen und... Ich merke gerade, jetzt ist wieder Tag, yay! Kommt aber ein bisschen spät, dass ich das merke. Oh, mein Futter! Ach, scheiße. Das war fies. Na egal, wir haben es jetzt auf jeden Fall Tag und die bösen Gegner sind schon mal weg, die etwas mehr aushalten. So. Das Einzige, was halt noch nicht weg ist, sind die Kappas da unten. Und diese Seerosen und alles hier, was mir noch entgegenkommt, diese Geister. Diese friedlichen, nicht viel aushaltenden... Moment, ich kann doch jetzt was erspringen eigentlich. Geister. So. Okay, dann nehmen wir diesen Weg hier. Und diese komischen... Was für Käfer sind da unter diesen... Ja, Totenkopfschilden überhaupt runter? Das kriege ich irgendwie nicht entziffert. Da ist ein Elefant, wunderbar. So, jetzt habe ich schon mal einen Checkpoint. Ah! Oh, und sollte aufpassen, wie ich hier... voranschreite. Denn eine falsche Bewegung könnte mein Tod hier bedeuten.
Und du hast ein Schild. Okay, das bringt dir aber Gott sei Dank nicht viel, weil man braucht nur einmal gegenschlagen, schon hinter vernachlässigt er seine Verteidigung. Oh, ein gigantischer, komischer, ich weiß nicht, wie diese Viecher genannt werden. Egal. Jetzt geht's auf jeden Fall aufwärts. Toller Fahrstuhl. Und schon sind wir oben. So. Was ich irgendwie in diesem Level vermisse, sind die besagten Frösche, die ja in den Level erwähnt werden als Froschberg. Aber bisher habe ich noch keinen Frosch gesehen. Oder habt ihr schon einen gesehen? Ich habe nur Kappas gesehen. Aber Frösche? Gar keinen. Naja. Lassen wir uns einfach mal schnell nach oben bringen, damit wir hier hoffentlich keine Frösche mehr treffen müssen. Da ist ein Gebäude. Ein Häuschen, wo ich rein kann, hoffentlich. Oder auch nicht hoffentlich, oh Gott. Reicht? Ja, wunderbar, es reicht. Okay, dann schauen wir mal, wie das aussieht. Ob ich hier noch hinkomme, in dieses Häuschen, oder ob das einfach nur Dekoration ist. Wahrscheinlich nur Dekoration, ouch. Egal. Mein längeres Rohr habe ich Gott sei Dank wieder. Okay, jetzt weiß ich, wo die Frösche sind. Okay, dann habe ich jetzt, ja, die Frage beantwortet, sozusagen. Weil die Frösche sehen wir hier direkt bei der Hütte. Einfach nur so zur Dekoration, sonst machen die nichts Großartiges und wir haben das hier erreicht. Wunderbar, wir haben den nächsten Waschbären erreicht. Oder Tanuki, wie sie hier ja genannt werden eigentlich. Nicht Waschbären, sondern Tanukis. Und Level beendet. Okay. Somit müssen wir jetzt das Städtchen erreichen können. Wo ich jetzt auch direkt hinlaufe. Und es ist Otohime-Stadt. Okay. Schauen wir mal, was uns hier alles erwartet. Und was wir hier für merkwürdige gesehen haben. Ein hübsches junges Mädchen hat euch gesucht. Das müsste Yai sein, wenn wir sie finden. Okay, das hier ist auf jeden Fall das Hotel. Will ich jetzt nicht übernachten. Könnte ich theoretisch, aber... Moment, da kann ich doch speichern. Fällt mir gerade ein, das... Ja, sollte ich auch zwischendrin mal tun. Man weiß ja nie, was für ein Unglück mich erwartet. Ich wollte eigentlich kein Zimmer, ich wollte speichern. Okay, Ruhe. So, Tagebuch bitte. Ja. Wenn Sie bereit sind, drücken A. Eingabe vollständig. Wunderbar. Ja, ich weiß. Ich habe leider kein Rumble Pack in diesem Controller, von daher bringt das nichts. Ach komm. Ja, nehme ich Klasse 0. Wird mir das Lebensauffrischen? Ach. Ja. So, habe ja genug Geld. Kann ich auch ein bisschen was loswerden. Ich meine, ich habe schon fast 999 Rios. Und er schläft friedlich. In einem ganz normalen Zimmer. Ich meine, die Luxus-Suite wäre schon nicht schlecht, aber naja. Ich meine, ich brauche ja nur einen Lebensbalken und da muss ich es ja nicht gleich übertreiben, mein ganzes Geld aus dem Fenster zu schmeißen. Es wird schon wieder Tag? Wann ist es denn Nacht geworden? Ach, egal. So, habt ihr irgendwelche nützlichen Infos oder... Ich habe Hunger. Bitte schnell mit dem Essen. Guten Tag, was darf es heute sein? Die hat nur ein paar Futtersachen. Auch nichts Brauchbares, gut. Dann bin ich schon wieder weg. Na, schauen wir mal, was es hier noch so für Läden gibt. Guten Abend. Willkommen in Otohime, auf dem Rücken der Schildkröte. Ach so, okay. Ja, komm schon. Ja, ich war noch so vor einer Minute da. Ich hätte um ein Autogramm bitten sollen. Oh ja. Gerade du, okay. Vor einer Minute. Okay, da ist sie auch schon. Ja, ey. Oh, Yai! Yai! Hallo! Ich weiß, wo der Feind ist! Woher? Woher weißt du überhaupt von dem ganzen Geschehen? Naja, Bismaru hat sich wahrscheinlich in diesem Schloss versteckt. Also ganz oben auf der Schildkröte. Gut, gut, Yai! Echt, Yai? Du wirst einmal eine gute Gemahlin! Und wer wird der Ehemann sein? Warum kann ich das nicht auch machen? Vergiss es. Um in das Schloss zu kommen, müssen wir eine lange Strecke tauchen. Toll. Und was mit dem Passierschein? Nun, ich kann mich wohl in eine Nixe verwandeln, aber... So, wo ist jetzt der Haken? In Ganbari Goemon 3 konntest du tauchen. Es sollte mindestens noch eine Person dabei sein, die tauchen kann. Klasse, und wer soll das sein? Für mich ist das einfach zu weit. Ich schwimme wie ein Anker. Und Sasuke? Schwimmen ist auch nicht gerade meine Stärke. Ja, was bleibt uns jetzt noch übrig? Nun, ich habe ein Geschenk von Wiseman bekommen. Ein leicht montierbares Tauchhilfsgerät.
Soll das ein Robot sein oder was soll? Das ist ja super! Hä? Ich? Ja, du, Sasuke, du wirst wahrscheinlich dafür missbraucht. Der Arme. Und nun? Ah, warum ausgerechnet ich? Tut mir leid, Sasuke, du bist ein Soldat. Und ein Roboter. Es hat ihm wahrscheinlich sogar gefallen. Das hat sich aber nicht so angehört. Das ist auf jeden Fall die beste Lösung. Nun können wir weitermachen. Yay, würde ich auch sagen. Jetzt haben wir auf jeden Fall... Okay, fangen wir an. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch Yai in unsere Truppe und... Sasuke kann sich jetzt wohl in ein U-Boot verwandeln oder so. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, beende ich jetzt die Aufnahme, nachdem wir Yai jetzt in unserer Truppe haben. Ich nehme sie einfach mal mit. Haha, ich werde gebraucht, dann also los. Sei tapfer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder mit Yai. Also bis dahin, auf Wiedersehen, liebe Leute. Und wir erkunden weiter die Stadt.